Einen wunderschönen und herzlichst willkommen zu Inside Star Citizen um 2 Uhr morgens. Hi Tobi, grüß dich. Hi, grüß dich. Ja, wie immer äußerst pünktlich die Jungs von CIG. Oh Mann. Es kam irgendwas dazwischen, haben sie geschrieben, deswegen ist es später. Ich weiß nicht, was die machen. Ja. Ob die wirklich erst an dem Tag das cutten und editieren und dann hochladen. Naja. Macht halt keinen Sinn. Aber naja, sollen sie machen, wie sie wollen. Wir sind auf jeden Fall am Start und zwar mit Inside Star Citizen Mashing Together Part 1. Ja. Ja. Und Part 1 ist schon 17 Minuten lang. Ja. Und schauen wir mal, Part 2 kommt heute nicht. Macht euch da keine Sorgen. Der kommt in den nächsten 3 Jahren oder so dann irgendwann mal rein, wenn es hochgeladen ist. Denn das ist anscheinend ziemlich schwierig, auf YouTube-Videos hochzuladen für CIG. Herrlich. Wir starten sofort, weil wie gesagt, wir haben kurz vor 2 tatsächlich und der Tobi muss bald mal ins Bett und ich auch und deswegen machen wir das wie immer. Wir sagen am Anfang erstmal genau. Nur Ui und Bui und am Ende sagen wir alles Mögliche noch zu dem Thema. Mal gucken, was wir dazu sagen können später. Ich würde sagen, let's go, oder? Fangen wir an. Genau, los geht's. Meetings. Hands down the most exciting element in all of game development. Now, everyone that has ever made a game will tell you that it's gathering in a meeting room and talking about stuff that's really their very favorite part of the process. Yes, the best days in game dev are the ones full of meetings, and the best behind-the-scenes content is always incredibly meeting-focused. Now, imagine a summit, an entire week dedicated to hashing out the plans for the next month, quarter, year, and sometimes beyond. Yes, exciting stuff, I know. All kidding aside, summits are an essential element of game dev we don't often get to explore. So when we heard that the core technology, network, and engine teams were coming together to discuss how best to move from persistent entity streaming into tackling the immense server meshing, we figured you might just indulge us in trying something a little different this week. So we set up some cameras and grabbed a few willing participants just minutes after completing their second day of summits to get a candid, unfiltered look inside one of the most important Star Citizen summits of 2023. And let me tell you, January's been full of them. So to spare you the full effect of 5 days of meetings, we'll be spreading these out over the next few weeks while continuing our look at content being developed for 3.19 and beyond. So, after just a little ado, we present to you the Server Meshing Strike Team Quarter 1 2023 Development Summit Post-Meeting Review. Yep. Name pending. That was Do you need me to look in for camera or is that right? Yeah. Got you. Okay. Meshing Summit Day 2. Just stick it in your back. Okay. In your, in your inside your. I am in this one. Yeah, there you go. Mother. I didn't know what you'd written. I wrote Benny B. I can't do this if they're watching me. Go away. Go away, please, forever. Tageszeit draußen hat sich geändert. What are you guys doing here? Yeah. Well, I'm visiting the UK to discuss server meshing with the rest of the team. We're doing a summit to try and plan for the next deliveries. Of Pyro and Solomon. So, summits in general, especially this one, is really where all the teams connect because, you know, with the pandemic, a lot of people have been working from home. So, summits become really important because it allows us to reconnect together. So, we meet in one location. This time it's in the UK. And we have representative of every team. So, most of the leads in every team. It's the first time that we're meeting as a team for a lot of us. A lot of people joined the company. A lot of people joined those teams and they've never met so far. So it's just great. Like we have someone from Korea, Montreal, we have people from all over, you know. So it's also a strong aspect of the summits. This is a great opportunity for us. This is the first time ever we've had the strike team all in one place, all at one time. This is our kind of Avengers Assemble moment for server meshing. This is the time we get three core teams together to actually work out the final nuances of the architecture to build this system. There are many teams are involved, and to get the teams on the same page, yeah, we're just building an everyone in a room, talk for 1 week,
aligning our goals, that we can just go out and crank at the code without less communication than we would have without a... Many people are already working together for a long time, so it makes communication easier if you know each other and getting forward to agreeing on goals. Based on that, we can more efficiently execute toward to a goal, because especially in a global company where time zones are, it's kind of hard. Sometimes I think about software development is like an oil tanker, where it runs good into one direction, but as soon as you want to change direction, it takes a long time because we need to get everyone has a slightly different idea of how stuff works, and to get everyone really understand how stuff should work on a more detailed level, it's a lot of work and align it. Once everybody's put their stuff in, we plan it out, we discuss approaches, strategies on how we're going to intertwine our work. And this allows us to be on the same page so that we can then work together to achieve a very specific objective and not just be building technology for fun. The objective of this summit is to flesh out the exact roadmap for server meshing based on all of the work we've been doing for PES. So PES is the state of the simulation that's now persisting. That's great. It's behind us. Now we need to actually server mesh. The major goal of this summit is to reflect back on what we've done and see how we can do it better for the next milestones on server meshing. What did we forget? What can we do better? How can we better organize ourselves so we keep moving forward and we don't do what we've had to do a lot for the previous delivery, which is think and create as you go. And there will always be a little bit of this in game development. It's normal. You need to have this creativity. You need to keep that. But we also need to get a little bit better at planning and anticipating some of the challenges. The goal of the summit is really to flesh out the steps to get there with the objective to ship a second solar system. That's really the primary objective. What do you call a jump point for you? Because we are talking a lot of the low technical stuff. Yeah, that's what I want to know. Secondary goal is talking about... Goodbye. Secondary goal would be talking about the low technical groundwork to enable features like jump point. So this is day two, I think, of the summit. So we've done a first retrospective of all of the PES work, issues we've encountered, problems we've had, things we want to avoid. And this is officially the first day of actually digging into meshing. On our second day, we talked about... What did I talk about? Day two, we have drunk so much coffee. Day two has been super great in that we've aligned a lot of our different roadmaps. Every team gets to have their own sort of view on the project. And I think today we really came together as this is the critical path that we need to achieve. Everything else is gravy. But we have the critical path is really clearly identified, which is a big deal in the size of this project. Server meshing, the plan for persistent entity streaming and server meshing, they were designed to be done simultaneously at the same time. This is going back to late 2020. We couldn't do that. It just wasn't practical in the end. So we had to devote all our attention to doing persistent entity streaming. This was in the during lockdown, so we did all of this while we're all working from home. We're now in a position with the server meshing stuff, and I kind of lost my train of thought. I was going to say something really good, and I forgot it was. Yeah, we know what the critical path is, which is that's the most important thing in these technology projects because they get to be very large, and so sometimes you lose track of what the actual objective is. And our objective is to get a second solar system online as fast as possible. Not just to build server meshing technology, but it's to get the second solar system online. Now we have a rough roadmap of the different steps we need to do to get our second solar system online. And so now we start arguing about the later steps and the strategies after that. We're tackling a lot of really difficult problems at the moment. Server meshing is one of the toughest problems to solve in video game development. And we've gotten to the point now, we're getting to the persistent entity streaming to the point where it's shippable.
That then kind of opens up lots of opportunities to be able to get this this quite impressive system built. So yeah, there's good stuff happening here. So the first phase is the separation out of the replication layer. That unlocks the pyro jump gate stuff. That also unlocks the server meshing stuff. We've been talking about the zones and authority, but you're much better off talking to a proper engineer about this kind of stuff. But yeah, we're getting a good handle on this stuff. We're getting a good plan for delivery. We have delivered the PES technology, and now we need to build on what we built there, defining more sub-steps to go out to actually bring pyro in the hands of the player. This is a really complicated system, and we had to learn how to do it. There's been a lot of experimentation, there's been a lot of invention. When we had our initial plan at the beginning of 2021, late 2020, there was a lot of stuff in there that we knew we had to build but didn't quite know how to build it. When we actually came to actually build those interesting systems, we had to kind of, we found problems. We found stuff that was never expected. We found limitations of the technology. We found limitations of what the hardware could do. So we very much had to get our engineers to invent our way around the problem. So this is very much a feedback. This is a learning experience to figure out how we need to build server meshing. The key thing that we're doing with this is server meshing is also tied into the pyro, the delivery of the jump gates to get to pyro. It's not quite the same problem, but it also kind of is. When you actually do a jump to get to pyro, we have to transfer authority from the Stanton DGS to the pyro DGS. What we want to do, of course, is have multiple DGS per star system, but we're separating the actual jump gate stuff from the actual server meshing stuff so that we get to the point so we can actually assure pyro's delivery, and whilst we worry about the actual server meshing delivery. So we're actually, yeah, those are now, from our perspective, two different problems. So very early on, we're going to be tackling what we're calling separation of the replication layer out from the DGS. So that's the thing which replicates all our data. It allows communication. It's a single source of truth in memory for the state of the entire universe at any given time. That's going to get separated out from the DGS that currently holds all the fun simulation stuff that's happening at the moment. That's a first key step, both to delivering pyro, all the technical back end for the jump gates, and it's also our kind of first big step for server meshing. Yeah, so that's what we're going to be tackling initially. The design that we're putting in now, we've had for a couple of years, and we've been refining it over that time. In the time we're building persistent entity streaming, there have been bits and pieces of server meshing on there that we needed to get done. But we're now in a position now to really, now we've got persistent entity streaming down there as a kind of foundational piece. That then opens up the opportunity to really kind of get this design that we've had, that we've honed, to really knuckle down and actually get it dashed out and get the first version out. Static server meshing, that is. This is a piece of work that's going to last for quite a long time. There'll be ongoing stuff for quite a while. Moving to the goal, even 5-6 years ago when we started with object container streaming, where we started to split up the game into smaller chunks, and then moving from there, having stuff only partially loaded on the clients, having stuff partially loaded on the server, and then decoupling the persistent state. And now the next steps are to decouple it more into more logical units to execute the code, which actually server meshing is. So yeah, it's really a continuation. And over time, the more you understand of the problem, the more you know what you need to do. So yeah, that's why every year kind of, most likely we have a summit once per year on this topic for the last N years to refine what we do and yeah, what exactly we need to do after we got the step near. That's the critical path to the first step. But after that is how we get to the actual end game, which is the dynamic mesh. So we all have our views on this, but now it's really, we're getting into the gray view. Like, how is this going to work? Here's cases we have to deal with, like, what if a player dies into a jump tunnel, right? What happens to the missions, right? What happens to the persistent state of these tunnels? Do they exist? Do they not exist? Do they respawn? So we talk about not necessarily the gameplay aspect of it, like I'm giving you guys example now, but really the technology aspect of it. So do these zones keep existing? How do we reuse them? Do we want to reuse them? What's the effect on PES, right, for these zone transition subsystems? So that's been the highlight of it has been really about identifying that and then
how we make it dynamic. The best thing which came out of today is basically the same which comes out of summits. It's to get alignment, that everyone gets the same idea into their mind in a detailed level. This is, yeah, that's general alignment. That's not. After day two, I think the biggest question is still how we're gonna operationalize the dynamic mesh. And so, we still have these big statements like, oh, we're gonna request additional DGSs and then assign them. Now we're gonna have to flesh out, how do we request them? How do we know they're ready? How do we assign them? How does that actually work? Is gonna be the key to the next steps. That will then be built over the coming months. And of course, it's not just us as well as the strike team. We have, 50 or so game teams that are also going to have to take this code and then have to adapt all their functionality that they have across Star Citizen to use all this cool technology. So, yeah, this is the start of server meshing in its current form. In our case, it's cramming a lot of developers into a room, closing the doors, getting to drink coffee and talking a lot. It's very much a list of stuff that we've got to do, we're determined. We basically have a list of stuff that we need to nail down. Open questions, miscommunications between teams. We need to get these three key teams all aligned, all pointing in the same direction, so they all fully understand what it is they're building. We resolve the technical niggles that we have between these teams, so they really understand what it is they're making. We correct problems before they happen, so there's misunderstandings between the interfaces, between the teams that can be quite expensive to fix. Having a summit like this allows us to fix these problems in advance and fix them much more cheaply. So yeah, we need to just, this is what gives us the solid plan that we're gonna be working to for the next year. So touch wood, we're in a position now to finally push on and get the very first version, which is static server meshing, in place. We're bound to find other problems on this journey, but we can invent our way. We know we can invent our way around these problems. So yeah, we may occasionally get slowed down, but we don't get, we're still determined to deliver this. So what did we learn this week? Well, we learned that PES is not just the technical harbinger we all knew it would be, it was also the critical experience necessary to review, amend, and evolve existing plans for server meshing with the lessons learned along the way. That it is a variety of technologies, including the long-awaited jump points that will enable the addition of Pyro and Star Systems beyond. And that people, really, boy, do they really love to just sit down for an interview just 5 minutes after sitting in intense all-day meetings. And let me tell you, I owe some people some dinners. Now, we'll be back with more traditional ISC features and return visits to the Meshing Strike Team Summit in the coming weeks. And don't forget to keep your eyes on the robertspaceindustries.com website and socials for information on the pending release of Alpha 318. It's got salvage, cargo, persistence, and more, and it seems there's a new Scorpius. The things you learn on Twitter. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee, and we'll see you all here next week. Okay. Okay, reden wir als erstes über die neue Scorpius ganz kurz, weil das genau. Thema All in All war sehr, sehr, sehr für die Uhrzeit, also ganz schwierig, muss ich ehrlich sagen. Ja, sagen wir gleich was zum erstmal die Scorpius. Ja. Die Scorpius Antares. Antares, ein Quantum Jammer und Interdictor Schiff. Und EMP. Und EMP auch noch. Hat einfach alles. Ist quasi eine große Hawk. Eine bessere Hawk. Die Hawk mag niemand mehr. Eine Hawk Mantis. Ja, richtig. Eine Hawk Mantis. Eine Hawk Mantis. Ja, ich habe nicht so eine krasse Meinung dazu. Ich finde es cool, dass mehr Interdictor ins Spiel kommen, was sau wichtig ist, vor allem mit Pyro. Ja, da macht das dann einfach Spaß. Ich spiele ja im Moment sehr, sehr, sehr viel Eve wieder. Und da hast du das halt auch an jeder Ecke, wirst du interdicted und. Und das muss halt so in diesem Spiel halt auch sein, dass du nicht als Trucker in deiner Halli irgendwann rumfährst und dir denkst, ja, mich hält keiner auf. Nee, das darf nicht sein. Und deswegen umso mehr, umso besser. Ich hätte mich mehr über eine Terrapin gefreut, die sowas kann. Ganz ehrlich. Ja. Aber ja, die Scorpius ist halt. Ist ein X-Ring, verkauft sich gut, sind wir mal ehrlich. Genau, ich denke auch, dass es das ist zum einen und zum anderen haben sie, glaube ich, einfach zwei Piloten bzw. zwei Mannschiff genommen. Ich meine, es hätte auch eine
Terrapin. Im Zweifelsfall eine Vanguard oder sowas sein kann. Ja, oder eine Terrapin mit einem zweiten Sitz, aber die Scorpius hat halt schon ihren zweiten Sitz. Terrapin damit ja auch. Der Scanner-Sitz könnte ja dann umgebaut werden. Ja, stimmt, genau. Das können wir auch machen. Deswegen bin ich halt so, ne, die Terrapin wäre halt geil, aber ich glaube, es soll auch ein bisschen so RSI erstmal bleiben. Genau, und ist halt deswegen gewählt worden, glaube ich, damit es halt nicht ganz so super effektiv ist, weil du halt, wenn du zwei Leute brauchst, um das Ding einzusetzen, und du brauchst am besten noch ein paar Schiffe, die mit dem mitfliegen, weil es halt alleine nur noch die halbe Feuerkraft hat, das sind immer noch 4S3-Waffen, also das ist jetzt nicht schwach, das Schiff, aber es, der Turm ist halt weg, den es sonst hatte. Und deswegen ist es halt, glaube ich, schon so, dass sie halt, ich glaube, sie haben einen ganz guten Punkt getroffen. Ich finde sie persönlich sogar schon fast uninteressant, aber es liegt einfach daran, wie mein Gameplay-Style so ist, dass ich halt sage, ja, wenn ich zwei Leute habe, also ich finde es ja schon schwierig, meine Bano Defender irgendwie zu rechtfertigen. Wofür brauche ich den zweiten? Ja, wenn der eine ohnmächtig wird, kann der andere weiterfliegen, so, ja. Genau, ja. Also deswegen bin ich da eher bei den Jägern immer, also ich persönlich mag die Mantis auch einfach lieber vom Aussehen und so her, aber es ist alles Geschmackssache. Trotzdem ist es ein gutes Schiff, glaube ich, es wird interessant sein, es ist vor allem gut, dass es viele Sachen in einem vereint, also für Bounty Hunter ist es richtig gut, glaube ich, weil du halt Snaren, Interdikten und EMP anmachen kannst. Also, genau, das. Und wenn du dann halt noch eine Hawk dabei hast, die den Flüchtigen oder was auch immer einsammeln kann, ist das halt richtig cool. Genau. Ja, ist ein schönes Schiff. Bin ich bei dir. Also ich glaube, sie wird stark, wenn du mit mehreren Leuten zusammen bist. Okay, dann wird sie richtig stark. Und sie ist auch so schon stark. Sie hat 4 Size 3 Laser. Das darf man nicht vergessen. Das ist ein super starkes Schiff. Und mit dem Schiff kannst du halt A, Bounty hunten, oder ich stelle mir auch so eine kleine Piratenkorb mit 2 von denen und dann noch 3 normalen Scorpius vor. Dann hast du da eine Firepower, die ist, die sucht seinesgleichen. Und du hast diesen Backup, falls der eine down geht, hast du noch den anderen gleichzeitig dabei und hast halt 2 EMPs direkt mit, brauchst also keine Sentinel mitnehmen. Deswegen, also, ja, ich kann mir viele, viele Szenarien dafür vorstellen. Wie gesagt, für mich ist aber das Schöne einfach ein neues Interdiction-Schiff, weil du konntest nur die Mantis nehmen. Es gab nichts anderes. Klar, du hast die Cutlass Blue oder die Warlock, aber die interdikten ja nicht. Die intercepten quasi nur. Also die lassen nur die Person im Raum, wenn sie schon da ist. Die jammen dich nur. Genau. Und das ist schon, also für mich wichtig, für mich gerne noch mehr, auch große Schiffe, die das können, oder eventuell die Nautilus, die so einen Teppich legt aus Sentries, die dann interdikten. Und wenn man die kaputt geschossen hat, kommt man halt weg. Ja, das wäre dann halt da wieder der Nachteil und so. Also, oder man nimmt halt dann noch eine Cutlass Blue dazu, die dich dann doch da drin hält und so. Also, ich freue mich auf diese Art von Gameplay, und wenn jetzt noch die Legionary irgendwann rauskommt, dann hat man halt einen schönen Circle wieder mit mehr Leuten, die zusammenspielen, auch wenn es dann mehrere kleine Schiffe sind, wo ich nie der Freund von bin. Ja, aber selbst dann hast du ja noch Multicrew-Gameplay. Du hast ja trotzdem noch, wie gesagt, auf der Scorpio selbst 2 Piloten, die miteinander reden müssen. Du hast auf der Legionnaire hast du einen Piloten und einen, der das Hacking macht, und die Truppe, die an Bord geht. Also du hast schon, es ist zwar aufgeteilt auf ein paar Schiffe, aber es ist schon noch Multicrew, würde ich sagen. Du musst dich absprechen. Egal ob du jetzt auf einem großen bist oder in 10 kleinen. Das ist genau. Und 10 kleine sind schwieriger zu steuern als ein großes, da spreche ich aus Erfahrung. Ja, genau. Okay. So, gehen wir zu dem sehr trockenen Thema über. Also ich weiß nicht, es hat mich eher an eine von den Episoden erinnert, die sie manchmal haben, wo sie so ein Team vorstellen, wo sie zeigen, das ist ein Team und so arbeiten die. Mhm. Was wir da hatten schon mit dem Übersetzungsteam Mit weniger Arbeit, die gezeigt wird. Oder so. Genau, weniger Arbeit, die gezeigt wird, aber auch eben eher in die Richtung, weil hier wurde auch jetzt nicht wirklich was. Also ich wurde jetzt nicht wirklich Server-Mission gezeigt, wir haben auch keine neuen Informationen. Nein. So wirklich. Die einzige wirkliche Information, die ich rausziehen konnte, war das eine Bild. Das werde ich jetzt nicht finden, weil es wirklich nur so kurz drin war, oder zweimal vielleicht, aber kurz. Mit den Post-it zwischen Stanton und Pyro, und dass das dann in so 3 Segmente der Interspace eingeteilt war, also der Raum dazwischen, dass sie wahrscheinlich damit gucken wollen,
falls du da stirbst, fliegt dein Zeug zu der Seite raus und wenn du da stirbst, oder sowas in der Art, könnte ich mir vorstellen. Oder warum auch immer sie es eingeteilt haben, weil oben drüber war es nur als ein Knubbel. Ja. Aber ansonsten gab es jetzt keine neuen Infos, es war wirklich einfach nur eigentlich ein Video darüber, wie sie die Meetings abhalten und wie diese Strike Group halt funktioniert. Ja. Also das ist, die sich da halt zusammenfinden, um das jetzt zu besprechen. Bisschen ich habe dir was aufgeschrieben. Okay. Ja. Ich habe eine Frage an dich. Ja. Sie haben ja selbst gesagt, dass das erste Treffen in diesem Zusammenhang und keine Ahnung, ist das nicht viel, viel, viel zu spät? Jeder hat vorher so sein eigenes Süppchen gekocht und jetzt sprechen sie sich erst ab wegen Server-Mashing? Noch nicht mal, also ich weiß jetzt nicht, wann das passiert ist. Das ist das Problem. Er hat nur gesagt, dass sie das Meeting hatten und dass sie danach die Leute hingesetzt haben, aber er hat jetzt nicht gesagt, er hat gesagt, es waren viele solche Meetings im Januar, aber es kann auch sein, dass er damit meint, von denen haben sie sich jetzt schon noch öfters im Januar getroffen. Das heißt, das könnte im Dezember gewesen sein oder so. Ja, aber selbst wenn es Dezember war, viel zu spät für das Thema? Es ist vor allem deshalb komisch, weil sie auch gesagt haben, der Plan wurde aufgestellt 2020, das war so die CitizenCon, wo das auch nochmal erklärt wurde, wie das funktionieren soll später. Und da war ja auch der Deutsche, der Bolt, der war da und hat das auch mit erklärt, wie das Server-Mashing funktionieren kann. Mhm. Und daran haben sie dann aber seitdem ja auch schon gearbeitet, haben sie gesagt. Nur jetzt ist das erste Mal, dass sie sich wirklich persönlich getroffen haben. Ich glaube, so meinten die das, dass sie halt vorher schon sich besprochen haben, aber andererseits klang es auch so ein bisschen so, als würden sie jetzt anfangen, einen Plan zu machen, wie sie überhaupt dran arbeiten wollen. Deswegen. Ja, genau das hat sich genauso angehört, als ob wirklich vorher jeder so sein eigenes Ding gemacht hat und gesagt hat, yo, das ist cool und das ist cool und da arbeite ich dran mit meinem Team. Und jetzt setzen sich erst alle Teams zusammen und haben einmal wirklich einen Fahrplan für Server-Mashing. Ja, und sie haben ja auch PES ganz oft angesprochen. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt, okay, Server-Mashing, Dynamic-Server-Mashing nur damit gemeint ist. Nee, auch das, was jetzt eigentlich mit 3.19 dann kommen soll. Oder mit 3.18 eigentlich schon 3.18. Die ersten Steps sein sollen. 3.18 ist PES. Es kann sein, dass es so war, dass sie das Team auseinanderziehen mussten, um PES fertig zu machen. Weil er sagt ja auch, sie hatten eigentlich vor, das parallel zu machen. Das Server-Mashing oder Static Server-Mashing und PS gleichzeitig rauskommen. Dann haben sie festgestellt, das ist nicht so einfach möglich. Also haben sie sich erstmal nur auf PS konzentriert. Es kann halt sowas gewesen sein, weißt du, dass sie angefangen haben und dann gemerkt haben, shit, wir müssen nur erstmal PS arbeiten und haben dann aufgehört zu arbeiten und haben sich dann getroffen, um den Kurs neu auszurichten, so wie er das Beispiel mit dem Öltanker gesagt hat. Dass sie halt alle zusammensitzen müssen und sich darauf einigen müssen, wie sie den Kurs jetzt ändern. Aber ich weiß ja nicht, ob das darauf bezogen war oder ob das wirklich so pausiert wurde oder ob das parallel lief und sie haben einfach eine Zeit lang einfach mal geguckt. Vielleicht einfach, ich meine, es gehört halt auch einfach, das ist ein bisschen schade, sehr viel Forschung dazu. Das ist Zeug, das sie nicht zeigen können oder auch sehr schwer nur erklären ganz können. Ganz klar, ganz klar. Weil sie halt ganz viele Sachen haben, wo sie sagen, das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert. Es bringt nichts, wenn sie die Sachen vorstellen. Ja. Aber es wirkt auf alle Fälle, also ich würde sagen, so wie das jetzt ist, er hat gesagt, sie wollen es oder sie brauchen es für Pyro. Ne? Ja. Aber es könnte tatsächlich sein, dass das der Grund ist, warum Pyro so weit nach hinten gerutscht ist einfach. Dass sie mit dem Server-Mashing das nicht gebacken kriegen. Ja, das ist ja das, was ich schon gesagt habe. Also du kannst ja nicht ein neues System anbinden ohne Server-Mashing, außer du sagst, okay, wir machen jetzt doch Ladezeiten rein. So. Ja. Also das funktioniert ja nicht, weil du kannst nicht von A nach B fliegen, ohne dass es entweder lädt, wie in jedem Game und was niemanden in Star Citizen irgendwie nerven würde. Sind wir mal ganz ehrlich. Also mich nervt die Ladesequenz in Eve nicht, wenn ich irgendwo von links nach rechts jumpe. Das nervt mich nicht. Das ist ein Ladebildschirm. Das ist nichts anderes, dieser Warp, den man da hat in Eve. Ja. Ja, das ist ein Ladebildschirm. Nervt mich der? Nein, kein Millimeter. Hätte man das in Star Citizen genauso machen können, dass man auf den nächsten Server so übergeht? Ja. Jetzt haben sie sich das Brot da gebacken mit ihrem Server-Mashing und wir wollen keine Ladezeiten. Und deswegen, nachdem letztes Jahr der Letter from Chairman kam, wo Chris gesagt hat, Quartal 2 mit Pyro. Wir waren alle super hyped, ich war auch hyped. Und dann, zwei Tage später, habe ich mir überlegt, warte mal, es ist schon sehr eng. Ja? Ja. Und dann war klar, dass,
wo letztes Jahr die Patches auch nicht kamen, wie sie kamen sollten, dass das sehr, sehr schwierig wird mit Quartal 2. Und letztes Jahr, im Dezember, sollte schon PES ins Game kommen. Ja. So, und dann war ja klar, okay, schwierig. Und dann kam ja auch noch mal dieser neue Letter, wo er gesagt hat, yo, Quartal 4 kommt Pyro. Jetzt hat er schon wieder eine Zeit gesagt. Und die wird wieder nicht eingehalten werden können, weil so wie ich das hier sehe, die setzen sich jetzt zusammen, um Server-Meshing und Dynamic-Server-Meshing und den Weg jetzt zu besprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Server-Meshing in dem Sinne von denen fertig sein wird, dass Ende dieses Jahres Pyro da ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn sie, ich weiß wie gesagt nicht wann, Dezember habe ich jetzt einfach nur einen Raum geworfen. Es kann auch sein, dass sie sich letztes Jahr im Sommer getroffen haben. Ja, klar. In England. Aber also dieses erste Meeting. Aber und es ist jetzt halt auch schwierig einzuschätzen, wie viel Arbeit sie schon geleistet haben und wie viel Arbeit sie dafür brauchen und so, das müssen sie selber nochmal sagen. Es wäre interessant zu wissen, ob sie in dem nächsten, wenigstens, wenn sie jetzt Feedback bekommen, dass das ein bisschen tröge war einfach und nicht viel Infos rübergebracht hat, einfach auch vielleicht ein bisschen mehr darauf eingehen, dass Jared, er muss es ja selbst machen, weil die haben das garantiert schon aufgenommen alles, dass Jared halt nochmal sagt, ja, das sind, entweder ist es von dann und dann oder das wird einfließen in Patch so und so. Oder ist geplant zumindest. Er kann ja eh nicht sagen, wann es rauskommt, aber er kann halt sagen, was sie gerade anpeilen, weil das haben sie auch nicht gemacht, die haben ja gar nichts. So wie die das jetzt gesagt haben, kann das in 5 Jahren soweit sein. Dann haben wir in 5 Jahren Pyro. Genau. Und das ist halt. Das war für mich wirklich, wirklich ein Video heute. Und normalerweise bin ich immer super hyped, wenn ich ESC gucke oder hier Journey to 4.0, wo wir auch letzte Woche gesagt haben, das kann ja super langweilig werden und dann war es für uns beide nicht langweilig. Heute, war tatsächlich langweilig für mich. Ich habe Leuten beim Kaffeetrinken zugeguckt, die mir was vom Pferd vielleicht erzählt haben oder auch nicht, das weiß ich ja nicht, weil sie nichts dazu gezeigt haben oder gesagt haben, was jetzt Phase ist. Und das dachte ich mit diesem Video, dass wir ein bisschen mehr erklärt bekommen, okay, welcher Stand ist jetzt gerade aktiv, wo sind wir gerade? Und ich will mir davon nicht noch 4 weitere Parts angucken, Tobi. Nee. Ich finde, das auch war bisher mit eines der schlechtesten ESCs, die sie hatten. Es ist einfach so. Das ist null neue Info. Ja. Ist nicht das, warum ich ESC gucke. Ja. Das können sie gerne im Star Citizen Live machen. Da kann man sich das eine Stunde lang angucken, wie die ein Meeting machen und drüber reden. Und dann können sie drüber reden, wie sie drüber geredet haben. Genau. Dafür ist es okay, aber für ESC finde ich, es ist ein cooler Einblick, wie sie arbeiten. Ja, okay, kann man sagen. Wie gesagt, das ist so wie das Vorstellen von den Teams. Finde ich manchmal auch ganz interessant. Bringt mir auch keine neue Info. Wenn das Writing-Team da sagt, ja, wir haben, so besprechen wir uns und so schreiben wir die Geschichten. Aber das ist irgendwie trotzdem noch gehaltvoller als das, weil das hier waren alte Infos, die wir schon hatten und da kam nichts Neues dazu. Ja, vor allem, wo du es gerade sagst, andere Teams, jetzt ist nur dieses eine Team, was vorgestellt wurde, was mir noch im Kopf geblieben ist, was dafür da ist, um ein Tutorial quasi zu machen. Ja, dieses Team, was vorgestellt wurde. So, damit wussten wir, oh, okay, also sie kümmern sich jetzt auch schon darum und dann haben sie ja ein bisschen über ihr Ding gesprochen und haben auch gesagt, okay, wir sind schon an dem und dem Punkt damit. Die haben uns Informationen gegeben, obwohl es nur eine Teamvorstellung war. Und hier war jetzt wirklich, wie gesagt, für mich war das Kaffee trinken und ich gucke Leuten dabei zu. Mehr war das für mich nicht. Das war eine schlimmere Präsentation als das von der CitizenCon, wo der Deutsche über Server-Meshing gesprochen hat. Weil da habe ich auch kein Wort verstanden, aber da hätte ich wenigstens noch Informationen rausziehen können, wenn ich es verstehen würde. Hier kann ich nichts verstehen, weil es nichts Neues gibt. Ja, ich glaube, was ich ganz gut finde, ironischerweise, ist, dass es halt ein bisschen auf den Transparenzgedanken zurückgeht, dass sie halt auch sagen, wir haben angefangen und konnten es nicht so weit machen, wie wir wollten, und dann war auch noch Pandemie und so, und jetzt setzen wir uns halt zusammen und besprechen das erst richtig. Jetzt müssen wir gucken, wie wir uns damit. Also ich meine, das ist schon wichtig zu wissen, dass das im Hintergrund läuft, dass wir nicht denken, die arbeiten schon seit 2 Jahren kräftig dran, oder 3 jetzt fast, und sind sozusagen schon dran und es dauert trotzdem noch. Warum dauert das denn so lange? Jetzt kann man wenigstens die Warum-Frage beantworten, die direkte Warum-Frage. Man kann nicht beantworten, weil sie sich nie zusammengesetzt haben. Warum es dazu kam, kann man noch nicht beantworten. Aber das ist
so war und dass es deshalb länger dauert, kann man sagen, okay. Ja. Aber ansonsten hast du echt nichts weiter rausziehen können, ja. Ja, und das aber auch nur mit viel Wohlwollen, was du jetzt gerade gesagt hast, weil das heißt jetzt gerade, ja, okay, wir setzen uns jetzt zum ersten Mal zusammen. Ah, okay, deswegen dauert Server-Mashing so lange oder wie. Also, wir reden die ganze Zeit von Pyro. Seit letztem Jahr, März, redet Jared von der Road to Pyro. Ja. Und wir reden die ganze Zeit davon und jeder Spieler von Star Citizen, der länger als 2 Wochen spielt, weiß, Server-Mashing hängt mit Pyro zusammen. Jeder. Und jetzt kommen die an mit, ja, wir setzen uns jetzt mal zusammen. Also, nee, also da, du ziehst da sehr noch was Positives raus, das ist super negativ. Das ist super negativ. Ja, wie gesagt, und das ist nicht gut. Es ist... Das sind die anderen Insights der Citizens sind auch transparent. Ja. Und das haben sie jetzt immer noch gemacht. Es war nicht eine ganz leere Folge, aber sie hatten halt nur diese Hülle sozusagen, um zu sagen, wir arbeiten dran. Genau. Okay, gut. Das hätte Jared auch in einem Satz sagen können und dann hätte er uns Schiffe zeigen können, von denen sie irgendwelche Designs haben. Also. Das wollte ich auch noch. Ich fand das ganz interessant. Ich meine, er hat so ein bisschen selber das hochgenommen, dass es halt ein neues Format ist, das sie probiert haben, aber ich fand es auch sehr anstrengend, dass du gemerkt hast, dass die Leute fertig waren. Ja. Weil die halt, wenn du sie direkt nach einem paar Stunden Meeting natürlich rausziehst und interviewst sie dann, ja, stimmt, dann haben sie es noch frisch im Kopf. Ich verstehe, woher die Idee kommt. Mhm. Also von wegen, sie haben ja gerade erst drüber geredet. Das Problem ist aber, wenn du die Sachen fragst, die wissen nicht mehr, weil die die ganze Zeit gelabert haben, die wissen nicht mehr, habe ich das vor 20 Minuten gesagt oder vor 5 Minuten? Also habe ich es jetzt in einem Meeting gesagt oder habe ich es hier schon in die Kamera gesprochen? Deswegen hast du ja 2-3 Mal den Fall gehabt, dass er sagt, ich weiß gar nicht, worüber ich geredet habe, weil er halt irgendwas sagen wollte und dann nicht wusste, was es war, einfach. Ja, und vor allem waren die ja an Tag 2, haben sie dieses Video anscheinend gemacht. Also haben sie schon einen kompletten Tag mit Input im Kopf und dann die Input vom Vortag und die Input von diesem Tag. Und so ein Meeting geht halt wahrscheinlich 6 bis 8 Stunden und du hast da keinen Bock mehr. Und wenn du dann auch noch hörst, ja, wir haben viel Kaffee getrunken, dann hast du sowieso keinen Bock mehr, weil einfach dein Körper ist nur angespannt. Ja. Also das war nicht so eine gute Idee insgesamt, dieses ESC. Nee, das kann man, glaube ich, so sagen. Schön ist, wie gesagt, das Thema Scorpius. Wir konnten es jetzt auch mal absprechen und ansprechen. Eventuell machen wir oder ich da noch mal ein kleines Video generell drüber, was wir da auf uns zukommt und wie die derzeitigen Daten dafür aussehen. Es soll ja zu 3.18 kommen. Wir beide sprechen da oft drüber. Und du sagst immer, 3.18 soll ja vor der Invictus kommen, damit der 3.19er-Patch dann bei der Invictus quasi kommen kann. Nach heute, Tobi, nach den neuen Informationen von heute, bist du da immer noch so euphorisch und sagst, 3.18 kommt vor Invictus? Ja, einfach deshalb, weil das, was die machen, wenn die noch nicht so weit sind, das ist ein ganz anderer Patch. Da reden wir um 3.21 oder so. Und so. Ja, aber PS sind sie ja fertig, haben sie gesagt. PS ist deliverable. Es ist ja jetzt auch schon in Wave 3 auf dem PTU. Also das ist, glaube ich, nicht das Problem. Es ist die Frage, was sie wie viel sie noch in 3.19 reinkriegen wollen vor der Invictus. Also, aber mal gucken. Gucken wir mal. Also, letzten Worte zur Scorpius nochmal. Ich gehe auf 300 Euro, nur dass man das schon mal gesagt hat. Also $300 wird die Kiste kosten. Die Scorpius an sich 250. Ich glaube, 50 bis 100 kann man nochmal drauf rechnen. Jetzt bei dem Ding. Gut. Bevor wir jetzt auch noch monoton und langweilig Kaffee trinken und sagen, wie wir arbeiten, machen wir jetzt hier an der Stelle einfach Schluss. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonnieren, kommentieren und hier, wie heißt das andere Ding? Die Glocke, ne? Aktivieren. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder zu einem Inside Star Citizen, wie wir es gewohnt sind und wo wir uns drüber freuen können. Und nicht zu Part 2 von dem Ding, weil denen jetzt gerade nichts mehr einfällt. Das wäre jetzt nicht so schön. Tobi, vielen, vielen Dank fürs mit dabei sein. Gerne. Und euch allen, wir gehen jetzt um 2:30 ins Bett. Einen schönen Tag. Ihr werdet mal sehen, dass das Video tatsächlich um 14 Uhr online geht. Also ich habe nicht mal 12 Stunden Zeit, dass das online geht. CIG, vielleicht braucht ihr einen neuen Cutter. Ich frage ja nur. Also, haut rein, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. So what did we learn this week?